Hey, be sure you stick around because we're only getting warmed up. Ich denke, die Playoffs sind deshalb so besonders, weil man ja sozusagen die vermeintlich besten 8 Teams aus dieser Saison dann für den Titel spielen. Ich denke, das ist immer eine große Ehre, weil es nicht selbstverständlich ist. Ich denke, man hat eine harte Arbeit geleistet, um dahin zu kommen. Und einfach die Emotionen noch dazu. Die Fans freuen sich darauf, die Spieler freuen sich darauf. Das ist eine andere Atmosphäre in der Halle. Und ich denke, das ist so die zwei Sachen, die es sehr, sehr besonders macht, die Playoffs zu spielen. Mit dem BCL-Titelgewinn am Wochenende von Bonn. Wie stellt man sich auf so einen Gegner ein? Mental, glaube ich, einfach ist das Wichtigste, so, dass man mit dem Mind so die richtige Einstellung hat, sich nicht unterschätzt. Vor allem, wie du sagst, die sind jetzt BCL-Champion geworden und viele fangen dann an zu denken. Und ich glaube, das sollte man abstellen, einfach sich auf sich konzentrieren und sich nicht unterschätzen und den Gegner nicht überschätzen. Und so stellt man sich am besten auch die Playoffs allgemein ein. Natürlich mit Training und alles, aber ich glaube, einfach im Kopf muss man die richtige Einstellung haben. Würdest du sagen, wo liegen genau die Unterschiede in deiner Arbeit zwischen den Hauptrundenspielen und jetzt den Playoffs? Also was kommt vielleicht an Mehrarbeit hinzu? Mehrarbeit in den Playoffs ist der kurze Terminplan oder der enge Terminplan. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger, weil du normalerweise hast du eine Woche, um dich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Aber jetzt muss alles on point sein. Ja? Also es muss alles nach dem Spiel schon die Regeneration anfangen. Die Behandlungen müssen on point sein, damit der Spieler dann am übernächsten Tag dabei ist, beziehungsweise schon morgen schon wieder dabei ist. Was können wir abseits des Courtes aus der Fangemeinde von euch erwarten? Fantechnisch sind wir einfach momentan unglaublich stark. Die Leute haben Bock, wir sehen es ja hier im Hintergrund, die strömen nur hier rein. Es ist einfach gerade geil, Bonner Fan zu sein. Die Szene ist wieder da, die Fans sind wieder da. Die Stadt ist wieder eine Basketballstadt geworden. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the status, yeah, I got a couple. I'm trying to ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, I need it now, told him on the lay. I've been moving, dog, yeah, I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience. Wir haben eine überragende Teamchemie. Ich glaube, das merkt man auch immer in verschiedenen Spielsituationen. Egal, ob wir hinten liegen oder ob wir auch mit 20 führen, wir wollen immer mehr, wir wollen immer das Beste rausholen einfach. Und wir pushen uns gegenseitig in jedem Training, in jeder Situation eigentlich. Stehen uns außerhalb des Feldes auch sehr gut. Und ich muss sagen, da macht einfach unser Trainer auch immer einen richtig, richtig guten Job, einfach ein gutes Team zu rekrutieren.